Jo, was haben wir heute vor? Wir möchten Pouches machen. Und zwar solche schöne Dinge. Die Vordrucker findet ihr bei Facebook in der Datei. Hier habe ich die von 10 mm. Aber die möchte ich nicht machen, sondern wir wollen heute 8 mm Design von Thorsten. Was sind wir denn da? 45 mm insgesamt breit. Die ganzen Maße stehen da drauf. Hin und her. Hier habe ich eine von nadelheim.de. Die sind natürlich noch schöner, weil die haben da noch einen zusätzlichen kleinen Schlitz. Weiß ich nicht, ob ich es hinbekomme. Mein erster Versuch. So, was haben wir? Wir haben, packen wir die Dinger mal weg. Hier mal zwei Stück Känguruleder. Was man macht, also die zwei Stück habe ich da ausgeschnitten, müsste klar sein. Hier unten ging das ganze Ding länger. Da habe ich mir zwei Reihen abgemacht, habe das hier auf doppelseitigen Klebeband gemacht, dass man das jetzt hier abziehen kann. Man kann die ganze Sache natürlich auch gleich auf ein bisschen weiter darüber Etiketten drucken. Selbstklebende Etiketten drucken oder ja, Klebefolie oder sowas, dann braucht man dieses doppelseitige Klebeband nicht. Nämlich diese Ausleuchtung nicht so schön. Naja. So, und dann gucken wir mal, wie sich das schneiden lässt. Also wenn ich jetzt erstmal von diesem komischen groben, ich weiß nicht, was das graue für ein Leder ist. Ich habe es vom Flohmarkt, es hält richtig gut, fast so gut wie Känguru, aber auch nur fast. So, wenn ich da jetzt hingehe und sage, ich schneide das da mal mit dem Rollenschneider ab. Das habe ich schon ein bisschen verschoben. Da und da, dass ich bloß noch das Teil hier habe. So, Leder weg. Könnte man dann hingehen? Tja, macht man jetzt erst Löcher? Ich glaube, man macht jetzt erst Löcher. Egal. Probieren wir es mal so rum. So, wenn wir jetzt hier exakt an dem schneidet. Ich sehe gar nichts. Seht ihr was? Nö. Jetzt seht ihr was. So, dann hat man das so. Eine normale Haushaltsschere, ist absolut nichts Besonderes. Klack, klack, klack. So, und dann nehmen wir unsere schöne Revolverlochzange. Stanzen. Klick. Klick. Das sind 3 mm Löcher. Hier brauche ich ein größeres, dickeres Format. Geht natürlich runter auf 2,5er, nochmal 4er. Na, der will nicht. So, schön ausgesperrt, klack durch, in der Mitte das Centerloch noch, klack, Biegenfeste drücken. Abgehen. So, und dann haben wir den hier. Jetzt müssen wir bloß mal gucken, dass wir das doppelseitige Klebeband wieder von der Pouch abkriegen. Wer nervt jetzt andauernd mit WhatsApp?
Okay, ich glaube, das doppelseitige Klebeband nehmen wir nicht nochmal. Was denke ich, wenn man es warm macht und warm Wasser schmeißt, geht es dann besser? Kann man sie auch dran lassen. Wenn ich bin, ist die Pouch im Arsch. Muss ich mich später nochmal gucken. Wo habe ich mein rotes Leder hin? Wo ist mein Känguru-Leder? Känguru-Leder? Känguru-Leder. Da. Hier geht es wohl besser ab. Das ist ein anderer Kleber. Dann probieren wir es hier nochmal. Wenn ich das Licht ausmache. Guck mal. Kann man noch was sehen. Wusste ich nicht mehr so gut. Volle Konzentration. Hier noch. Klack. Klack. Lächelchen in der Mitte. Und 3 mm. Also mal gucken, ob die mal ein Licht anmachen. Schön gut, aber wenn ich das nicht mehr abkriege, ist das so doof. Kann man nicht direkt auf Leder drucken? Klar, man könnte auch einen Lasercutter nehmen und gleich mit ausschneiden. Wenn man hätte. Ich weiß nicht, wieso ich die sonst beim Nadelheim bestelle. Guck mal da, und wenn man das so hat, dann kann man richtig schön abmachen. Richtig schön sauber macht, hat man eine absolut tolle
tolle Pouch. Hier sind nur so feine Härchen dran. Da, ich weiß nicht, ob ihr die seht. Müssen wir ein bisschen nachschneiden. So, eine Krone. Eine rote. Nicht eine Maus. Klick. Da seht ihr es. Wenn die nicht richtig geht, wo ist denn meine andere Zange? Vielleicht geht die ja besser. Dann brauche ich immer wieder Licht. Größer. Zentrum noch, genau in der Mitte. Bisschen drehen. So, dann hätten wir das Ding so. Da sind hier, da sind ganz feine Härchen. So, damit muss ich mir nur was anfangen lassen. Könnte man eigentlich noch mal draufkleben. Guck mal, wenn ich da wirklich noch mal hingehe. Und ja, ich nehme mir mein graues Teil. Dann könnte ich den gleichen da noch mal drauf machen. Dann probieren wir das dann mal auf Grau. Wiederverwendbar. Dann mache ich mal einen groben Schnitt. Licht aus, dass ihr wieder was seht. Ne, Licht an. Dann sehe ich nichts, das wird zu dunkel. So, dann könnte ich jetzt nur schön an der Kante entlang. Schwupp, schwupp, da steht noch ein bisschen über. Ist der große drin. Na, bleib hier, du Feigling. So, jetzt wieder die andere Größe.
abziehen. Facebook ist wieder voll aktiv. Wenn den Kleber da noch wegmacht, sieht es richtig gut aus. Und dann haben wir zwei absolut identische von der Größe und richtig schön. Was man jetzt noch machen könnte, wäre, hier einen ganz kleinen drauf pack, dass man, wenn ich bei Nadelheim einen Schlitz habe, hier eine Verlängerung reinstanzt. Sieht aber nicht so gut aus. Also, haben wir in der Zeit drei Stück und einen, wo ich beim anderen Seite doppelseitigen Klebeband das Klebeband nicht abkriege. Was irgendwie etwas doof ist. Also Freaks, unbedingt vorher gucken. Was für ein Klebeband ihr nehmt. Das ist von der Porsche wieder lösbar ist. Porsche ein bisschen einfetten vorher oder irgendetwas. Naja, habe ich noch. Vier Stück. Gekauft in Nadelheim, aber ein Ding so eine Nummer größer. Und die. Für 10 mm, das sind die für 8 mm. Känguru-Leder. Wie gesagt, ich weiß nicht, was für eins. Nicht ganz so dick. Dick. Nicht, dass wieder irgendjemand fragt. Oh, 87, 86, 94, guck mal, die eine Seite ist viel dicker wie die andere. 91, da müsste die ja wieder ein paar 80 sein. 75, 76, 83, 78, was für ein Unterschied. Das Graue. 68, 67, 65, 68, egal. Tierfreaks, das war's.